Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen und weiteren Angetalkt Video zu Warhammer The End of Times Fermentide. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Und hier geht direkt irgendein Trailer los. Oh mein Gott. Eine Ratte. The Empire has held firm against its enemies. Mankind has encountered no foe that steel could not. Ah, das sind die Rattenmenschen. Da kommen sie, da greifen sie an. Or whom walls could not hold. At least that is what they taught. No one spoke of the ancient enemy now rising from beneath, and no one will be left to tell the tale. Unless you can stem the vermin tide. A trap! Und wie man sieht, hier direkt vier Personen, vierer Squad quasi. Denn das Ganze ist natürlich ein Koop-Spiel. So viel sei gesagt, wer Fan von Spielen wie Left 4 Dead ist, dem wird dieses Spiel auch gefallen. Auf jeden Fall, das ganze Ding ist in Games with Gold drin, hat auch einen Xbox One X and Change Update bekommen. Von daher heute natürlich ideal für unseren kleinen Angezockt-Test. Ich habe selber noch nie gespielt. Lasst mich daher einfach mal überraschen, wie es wird. Ich meine, so ein paar Rattenmenschen so eins auf die Mütze geben, ist eigentlich immer gut. Dann würde ich da erstmal ganz spontan sagen, legen wir erstmal los und vorher gehen wir ganz kurz in die Einstellungen, machen kurz den Ton ein bisschen weiter runter, damit ich nicht so schreien muss. Hier gibt es die Einführung, das wird wahrscheinlich das sein, was wir gerade gesehen haben. So, Spielmechanik, Monitoreinstellungen können wir vielleicht auch mal schon mal gucken. Bewegungsunschärfe, ja komm, lass mal rein, lass mal drinnen. So, und Gamma, ich habe nichts gegen Bewegungsunschärfe. So. Soll ich das untere sehen oder nicht sehen? Soll ich das schwarze sehen oder nicht sehen? Das ist die Frage. Ich mach mal einfach so abhängig, wie ich es am geilsten finde. Ja, eigentlich, der Fernseher ist halt immer so eingestellt, dass man eigentlich gar nichts großartig machen muss. Komm, nehmen wir so. Naja, übernehmen. So, die Soundeinstellung da mal. Die Gesamtlautstärke einfach mal ein bisschen dezimieren hier. Bam, und rein geht's. Dankeschön, schön übernommen. Und los geht's, Spiel starten. Das Ganze ist wie gesagt ein Online-Koop-Spiel. Und ich bin ja toll. Jetzt hätte ich es auch einstellen können. Klasse. Aber ich bin heute alleine unterwegs. Ach, und jetzt kommt nochmal der Trailer. Schön, dann hätte ich ja vorhin auch ganz normal schön anmoderieren können. Frechheit. Absolute Frechheit. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Damit können wir leben. Wir haben es jetzt schon gesehen. So, jetzt können wir uns quasi aussuchen, welchen wir spielen wollen. Hier würde ich doch mal schon mal, ja, Hexenjäger kann ja nur die typische Magierklasse sein, die typische Bogenschützeklasse, dann den Kampfzwerg, wie immer. Hier haben wir den, ach, einen Feuermagier, eine Feuermagierin. Wer bist du? Und auch nochmal einen Kämpfer, einen Soldat. Ich glaube, wir nehmen den Hexenjäger. Ich habe Bock auf Effekte. Ja, kommt, Leute, Xbox One X and Change Update, da können wir auch mal. Das ist aber ein Schwert. Okay, ich teste das mal ganz kurz. Kurze Hiebe, lange Hiebe. Bett robust. Sehr schön. Wechseln. Mit Doppel. Und wie schieße ich mit der linken? Er hat jetzt bloß mit der einen geschossen, oder? Ah, ne, okay. Noch irgendwas, was ich wissen muss? Damit springe ich. Damit tucke ich mich. Okay. Ah ja, alles gut. Kann ich dich abschießen? Nee, gut. War nur ein Test. Entschuldigung, man muss ja auch testen. So, hier können wir auf jeden Fall Munition auffüllen. Sehr schön. Inventar können wir ja auch öffnen. Oh, hier können wir quasi nochmal alles anschauen. Natürlich könnt ihr natürlich je nach Mission dann immer Sachen finden, craften und natürlich euch wieder schön verbessern. Das ist ja der Sinn bei so einem Spiel, sage ich jetzt mal. Hat man irgendwo alle schon mal gesehen. Wichtig ist, ob die Präsentation und ob Spaß macht. Ne? Ich meine, gerade so im Multiplayer, da haben wir so das schnelle Spiel, eigenes Spiel. Wir machen schnelles Spiel auf, machen wir auf normal. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Spielersuche läuft. Mal gucken. Ja, vielleicht hätte man jetzt hier noch ein bisschen mehr Leben einhauchen können, aber scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf.
Müssen ja nicht immer übertreiben. Ansonsten begrüße ich natürlich auch die Live-Zuschauer, die hier gerade einschalten. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Und ich begrüße natürlich auch meine YouTuber. Dankeschön für Like, Abos und den Käsekuchen. Ihr seid die Größten. So, jetzt los. Jetzt bin ich heiß drauf. Auf die Invasion der Rattenmenschen. So, das da unten sind also andere Online-Spieler. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich sowas wie ein Emoji? Nee, hab ich nicht. Was, nach unten geht? Der geht nach unten. Was ist da unten? Nichts. Das blanke Nichts. Aber ich kann die Tür zumachen. Machen wir also mal zu. Nicht, dass die Ratten hier hochkommen. Achso, die Spielersuche läuft nach. Achso, ich habe mich schon gewundert. Kann ich euch verletzen? Okay, ich wollte nur testen. So, jetzt blocken. Wir kommunizieren anhand vom Block. Auch nicht schlecht. So, komm, jetzt einen wirst du ja wohl noch finden hier. Komm, das ganze Ding ist jetzt kostenlos im Store. Also, da müsste doch wohl irgendeiner sich jetzt finden für ein schnelles Spiel. Ah, guckst du mal, bist du schon eilig hier? Ich habe zwei Rohre. Hahaha. Nicht so Standard. So, da ist da eine drin, sehr schön. Ah, ich sehe gerade, es gibt einen Seitsprung, also so minimal. Nach hinten geht er auch nach hinten? Ja, nach hinten geht er auch. Sehr schön, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir sowas können. Ah, gut, Inventar. Steinschusspistole, ja. Ist ganz schön piepselig, finde ich. Also ich sitze auch wieder relativ weit weg, muss ich jetzt aber auch dazu sagen. Eigenschaften. Der Träger ist aber schon mal... ich finde es schon mal gut. Es gab einen Erfolg, dass ich das Schmuckstück jetzt ein bisschen umgeändert habe. Das ist sehr schön, einfach mal so ein bisschen in den Nähr wechseln. Zack, Erfolg freigeschaltet. Das läuft. So. Oh, wie lange braucht denn der eine da unten, um zu connecten? Meine Güte. Bis dahin sind wir ja hier, Jetzt wäre cool, wenn wir jetzt hier irgendwie... Keine Ahnung. Lass uns Armdrücken hier machen auf dem Tisch. Du da mit deinen Federn. Siehst ganz nett aus mit deinen Federn. Hübsch. Hübsch, hübsch. Hast du gut gemacht. Hast einen schönen Hut. Ich steche dich nieder. Nieder, nieder mit dir. So, ist der andere jetzt da? Ja, das sieht gut aus. Oh, was haben wir denn hier Leckeres? Oh, lecker. Bin ich jetzt schon besoffen? Ja, da bin ich auch von Sea of Thieves ein bisschen mehr gewohnt. Ey, den wollte ich gerade noch trinken. Komm, hier mal noch weiter. Einen noch her. Ey, mich verletzt irgendwas. Verletzt du mich? Jetzt gibt's hier Prügelei. Backpfeife. Au! Wieso konnten wir uns auf einmal verletzen? Weil wir besoffen sind oder was? Warte mal, ich trinke mal noch ein. Oh, es geht ja anscheinend immer noch nicht los. Hau ab! Hörst du auf! Na, da liegst du, wa? Da liegst du. Schön unten auf dem Boden. Aufstehen mit dir. Feigling. So ein Quatsch. Ja, so kann man sich natürlich auch wunderschön die Zeit vertreiben, bis hier irgendwas mal connected. Ah, es dauert gerade echt lange, oder? Das dauert echt gerade sehr, sehr lange. Ist das so schlimm jetzt, dass da irgendwie... Oder wollen die Leute auf leicht zocken oder was? Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Tür. Aber die kann ich nicht aufmachen, ne. Aber ich kann Kratzer reinmachen. Ich habe eine Nachricht bekommen von H2V0 irgendwas. Wollen wir mal reingucken, was da steht. Ein Lachzeichen. Ach, das ist der hier mit drin ist in der Lobby. Okay. Sehr schön. Sehr schön. So. Jetzt aber mal. Ach hier, der macht ja dieses Tucken, ne? Ja, der will wieder saufen. Der will immer wieder ins Verpassen. Na, warte. Na, warte, Freund. Komm her, ja. Immer auf die Omme, ja. Auf die Omme. Du gehst zuerst. Jawohl. Haha. Und jetzt hier. Bam, 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 bam. Jetzt hier. Teabaggen. Teabaggen, Teabaggen. So, den heißt gegeben. Scheiße, jetzt kommt er wieder, wa?
bin noch angeschlagen. Ja, komm doch um den Tisch. Komm doch um den Tisch. Komm. Komm um den Tisch. Komm um den Tisch. Ah, verdammt. So, können wir jetzt bitte, wir sind jetzt zu viert. Jetzt können wir doch endlich mal loslegen, oder? Warten auf andere Spieler. Das ist jetzt Quatsch. Wir sind ja jetzt alle da. Also, so nett das auch ist hier mit den Schlangen. So blödsinnig ist es natürlich auch. Da hätten sie auch Armdrücken reinmachen können. Also, bevor ich mir hier in, über die Lampe kippe. Na los jetzt. Das ist noch ein Zwerg. Hast du den Zwerg kaputt gemacht? Hier. Nimm das, Zwerg. Nimm das. Und nochmal T-Baggen, genau. So. LB für bereit. Macht bereit. Macht bereit. Oben, Leute, LB drücken. Ich glaube, die Leute checken das nicht. Drückt auf bereit. Komm, macht ein Häkchen rein, Leute. Och, kommt schon. Och, Kiddies. Mensch. Ihr müsst LB drücken. Push LB. Ich schreib den einmal. Mann. So, push LB. Mann, Mann, Mann. Ah, jetzt geht's los. Gott sei Dank. Meine Güte. Aber so ist das immer, ne? Also das müssen wir jetzt schon mal ein bisschen negativ angreifen. Gut, das müssen wir vielleicht warten, ne? Bis so alle den ersten Schwung quasi bekommen von diesen Games with Gold und dann, ob man dann eine Lobby findet. Das hat mir der eine nochmal geschrieben. Ach, bin Deutscher. So, ach, das ist ein Deutscher, na, sehr schön. Dann schreibe ich den gleich mal, dass er in der Aufnahme ist. So. Und rein. Und fertig. So, sehr schön. Da habe ich mich die ganze Zeit mit den Deutschen geprügelt. Also lustig, dass wir schon mal einen Deutschen in der Lobby haben. Finde ich ganz gut. So, passt das. Und dann gucken wir mal, dass das hier was wird. Und wie gesagt, ja, meine Angezockt-Testvideos versuche ich halt immer wieder so Spiele zu rauszusuchen, die kostenlos sind, die jedermann runterladen könnte, aber vielleicht nicht jedermann runterladen möchte, weil er nicht weiß, ob er sich halt, ja, ich sag jetzt mal, nicht umsonst hier die Festplatte zumüllt, um dann halt eine Minute zu spielen und dann zu sehen, ist überhaupt nicht. Genau deswegen machen wir das hier. Grafisch kann ich jetzt zum Xbox One X Unchanged Update hier noch nichts sagen, weil, also, ich sah jetzt nichts, was jetzt sonderlich gut aussah. Verbindung zum Host wurde unterbrochen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Es läuft. Es läuft wirklich wie erste Sahne. Es Träumchen. Also das wird schon mal direkt wieder negativ angekreidet hier. Dann müssen wir jetzt nochmal machen. Ich mach mal ein schnelles Spiel und lade dann einfach den Deutschen nochmal ein. Und ich mach mal auf einfach. Vielleicht drücken halt mehr Leute auf einfach. Was? So, kann ich jetzt jemanden einladen? Pass mal auf. Und dann lade ich einfach den Deutschen da ein. So. Mehr... Jetzt geht's los. Ah. Jetzt ging's schnell. Also seht ihr, auf leicht. Komischerweise, ja, da sind sie wieder alle drin. Warum wollen die Leute immer auf leicht spielen? Ich meine, normal ist doch schon eigentlich leicht. Ich meine, leicht ist wirklich nur für Leute, die... Keine Ahnung. Sonst gar nicht zocken. Ja, der spricht schön. Sehr euphorisch. Junge, 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 Junge. Na, bin ich gespannt. Geht's jetzt los? Bricht's wieder ab? Nach 14 Minuten schaffen wir es dann doch endlich mal, eine Runde zu sehen? Das wär's zu schön. Komm schon, Spiel. Komm schon, Spiel. Dunkler Bildschirm mag ich nicht. Dunkler Bildschirm mag ich nicht. Ich will spielen. Ich will spielen. Spielen! Ja, so oder so ähnlich. Könnte das klingen, wenn ich Cheerleader hätte? Wie schön das eigentlich wäre. Hätte nicht da draußen irgendjemand Lust von euch? So Cheerleader, Sonichi Cheerleader? Ihr müsst nur ab und zu mal irgendwelche Parolen rufen. Und ganz wichtig, den Käsekuchen. Also ohne geht natürlich nicht. Ja. Und Minirock. Ihr braucht einen Minirock. Cheerleader ohne Minirock sind keine Cheerleader. So, wenn ihr euch damit zufrieden geben könnt, dann könnt ihr Cheerleader werden. Für Sonichi alles andere ist Käsekuchen. Also wenn damit nicht euer Traum in Erfüllung geht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also dann weiß ich es echt nicht mehr.
So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall in einer schönen dunklen Gasse. Es sieht atmosphärisch aus. Das kann man schon mal sagen. Oh, Tag. Die quatschen auf jeden Fall so ein bisschen miteinander. Kann ich hier drüber springen? Nee, gut. Wie rennen wir? Ist das schon ein Rennen? Nee. Ach, wenn ich die Doppelwaffe habe, kann ich nicht dabei laufen. Okay. Ach, da war schon eine Ratte. Interessant. Ich glaube, ich nehme auch erstmal das Schwert. Mehr! Ey! Er hat den abgeschossen. Frechheit. Das ist meine. Oh, ja, ja. So, ihr Ratten. Oh, die kann man richtig schön zerhackstücken. Guck mal. Ist ja richtig hier wirklich wie bei Left 4 Dead. So richtig schön zombie-mäßig. Kannst du die zerhackstücken. Und ich bin der hackfleischhassende Zahacker. Eindeutig. So, jetzt sind wir hier im Kercher bei denen. Brauchst du Hilfe? Da wurde irgendwie... Der hat den irgendwie, ne? Na, warte. Ja, der hatte den aufgespießt gehabt, eben von uns. Wie geil. Also nicht geil für ihn, aber ich fand's optisch ganz cool. Dass er den so verschleppen wollte. Hat er irgendwie Style gehabt? Oh, da kommt jetzt doch ein bisschen viel. Irgendwas ist hinter mir, glaube ich. Wow, ja, irgendwas ist gut. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal hier ein bisschen Bam, 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 Bam. Nice. Hau ab mit deinem Ding hier. Oh, den habe ich schön den Kopf abgehämmert. Also abgesäbelt. Abgehämmert, das ist das falsche Stichwort. Der ist gut gepanzert da. Okay. Ganz cool irgendwie. So, ich werde mal einen kleinen Drink nehmen. Wenn ich das jetzt richtig deute, ist das ein Kraftdrink. Und hier hat jemand ein Feuerchen gemacht. Ja, grafisch ist okay. Also es ist jetzt kein Nonplusultra, aber es ist jetzt auch nicht hässlich. Und Schwein. Ja, ja, doch, ich hau auf jeden Fall jetzt mehr Damage rein. Oh, Schweine. So, wer möchte ein Schweinekotelett heute haben? Lecker Schweinekotelett. Kommt ran. Die kann man aber nicht zerhackstückeln, ne? Schade. Hier, den kann man... Die kannst du richtig schön. Da war wieder der Kopf ab. Aber ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen heller machen. Würde ich noch ein bisschen geiler finden. Optionen. Monitor. Hau mal so rein. Zeig mal. Ja, das ist ein bisschen besser. War mir jetzt doch in den Schatten ein wenig zu dunkel gewesen. Aber ganz lustig, stell mir das, also wenn du wirklich mal so... Also es ist jetzt bestimmt kein Dauerrenner-Spiel, ne? Aber wenn du wirklich mal irgendwie gerade zu viert irgendwie in der Lobby bist und nicht weißt, was du zocken willst, ist sowas doch immer ideal. Ich finde das jetzt nicht dumm. Das ist okay. Halt sinnloses Gemetzel, was dann halt auf hohen Schwierigkeitsgraden halt gut anspruchsvoll wird, denke ich mal. Aber ich hoffe nur, dass es halt diese Lobby-Probleme, die wir da... Wieso will der nicht tot gehen? Der steht. Der läuft auf der Stelle. Ich habe nichts gesagt. Oh Gott, Leute, das darf aber nicht passieren, du. Das darf aber nicht passieren. Und an mir kann es ganz sicher nicht liegen. Verbindung zum Host wurde wieder verloren. Okay, also wenn sich das wirklich durchzieht, dann muss ich das wirklich ganz, ganz dolle negativ ankreiden. Das ist natürlich eine ganz miese Sache. Ich kann ja mal versuchen, ob ich hier bei diesen einen reinkomme, mit dem wir vorhin gezockt haben. Ich probiere es mal. Profil anzeigen. So, beitreten. Nee. Oh, der ist gewesen bei Gasthaus 4 von 4. Also der ist auf jeden Fall weitergekommen. Ach nee, Moment mal. Gasthaus 4 von 4 bedeutet ja, dass er schon eine Lobby gefunden hat. Dieser Glückspilz. Bedeutet aber allerdings auch, dass er so schnell auch noch nichts anderes gezockt hat. Komm, ich versuche den nochmal einzuladen. Ich probiere es mal. Wenn es jetzt nicht wieder so schnell geht. So.
Es geht wieder zu schnell, ne? Schon wieder fertig, ne? Ja, gut. Gut, na dann probieren wir es nochmal. Oh, da kommt das Spiel jetzt aber gleich nicht so gut weg. Also wenn jetzt nochmal irgendwas mit Host-Migration oder irgendetwas passiert, also dann ist das wirklich Kacke. Das darf nicht sein, sowas. Ach so, hier sind wir. Ist er denn mit drin, ne? Wo sehe ich denn die Namen eigentlich, wer hier so alles am Start ist? Das würde mich mal noch interessieren. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Profil anzeigen, einladen, zu einem Spiel einladen. Er ist noch im Menü. Vielleicht kriege ich ihn jetzt bei mir rein in die Lobby. Dann mal schauen, ob's. Aber da muss es bei denen auch nicht geklappt haben. Da muss der auch Verbindungsabbrüche gehabt haben. Ach, da unten stehen die Namen. Jetzt sehe ich das erstmal. Habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht so drauf geachtet. Ich trinke mal derzeit erstmal nochmal mein Bierchen. Oh, jetzt habe ich nochmal eine Nachricht gekriegt. So, er schreibt, jo, er kommt. Ich bin gespannt. Trink was. Komm, trink was. Hier, da ist ein Krug. Ja, nimm das. Alter, der haut aber auch ganz schön auf die Rübe hier, du. Komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Ha, Angriff von hinten. Ha. So, einer hat aber geschrieben, er kommt, aber wo ist er denn? Ich möchte halt schon gerne in diesen angezockten Video schon gerne. Feigling, trink was. Warten auf andere Spieler. Ich glaube, jetzt kommt er. Ich glaube, jetzt connectet er. Ich hoffe es zumindest. Nee, ist er nicht. Dann wird er es wahrscheinlich nicht schaffen. Alter. Jetzt haben sie mich zerfetzt. Ja gut, wir sind vollständig. Das heißt, wir können auf Bereit klicken. Und jetzt machen bitte alle Spieler auf Bereit. Bitte alle Spieler. Auch du da. Bitte, 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 bitte mal. Mach es jetzt auf Bereit. Du auch. Alter, ich will hier nicht nur in der Lobby rumkleben. Leute, drückt auf Bereit. Tut mir das doch nicht an. Bitte. Seid doch mal einmal fähig, einen Knopf zu drücken. Einmal in eurem Leben. Bitte. Also ich würde schon mal ganz spontan sagen, spielt das Spiel nicht random. Spielt das wirklich nur mit euren Leuten. Wo ihr seht, was bei rumkommt, wenn man das mit random Spielern zockt. Nee, da trinkt er lieber, anstatt oben auf Bereit zu klicken. Ich werd wahnsinnig. LB. Push RB. Macht schon. Ich glaube jetzt passiert was. Wo die Einblendung oben ist weg. Haha, denkst du. Hat bloß so lange gedauert. Aber dann müsste eigentlich der Spielserver, könnte doch eigentlich auch von ganz alleine machen. Man muss doch immer damit rechnen, dass man solche Leute online hat, die zu blöd sind, einen Button zu drücken. Ne, kommt! Okay, man kann sogar hier die Dinger wegschießen, sehe ich gerade. Oh Leute, ist nicht euer Ernst. Also Leute, ich würde euch gerne mehr da draußen zeigen, aber ihr seht, ich komme anscheinend nicht weiter. Ich komme anscheinend echt nicht weiter. Die Leute drücken nicht LB. Macht LB. Oh. Los, du jetzt auch noch. Du Volldepp. LB. Weißt du, was LB ist? Drück den Button. Mach schon. Du bist hier im Angezockt-Video. Alle lachen sch dich schon aus. Die sehen dein Gamertag. Ich schwöre dir, bei Gott. Die lachen dich aus. Ja, nee, euer Ernst, oder? Ich glaube, ich muss gleich die Leute einfach mal anschreiben. Jetzt geht's gleich wieder in das Menü, wo wir wieder komplett von vorne auswählen dürfen, ne? Wo seht ihr, es geht nicht weiter. LB. Mach LB. Die Leute sind zu blöd, ne? Ne, der und wo ist denn der andere?
Das ist der hier, ne? Irgendwie so mit weißen Haaren oder was? Das kann ja nur der hier sein eigentlich. Hallo? Bist du irgendwie blöde? Wie heißt der? Fischi? Irgendwas. Jetzt hat er es geschafft. Das wollte ich gerade anschreiben. Oh Gott. 25 Minuten und wir haben sage und schreibe uns die Lobby angeguckt. Mann. Guten Tag, ich wollte fragen, so wer hat mir noch geschrieben. Guten Tag, ich wollte fragen, ob Sie Lust haben, meine Party zu kommen. Ja, gerade ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht gerade. Ultimativ schlechtes Zeitpunkt. Ganz, ganz schlecht. So, und jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt hoffe ich dir, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen, damit wir jetzt einmal durchziehen. Da muss halt die Folge hier ein bisschen länger gehen, anders geht's ja leider nicht. Ihr seht's ja selber. Aber wenn die Leute halt ein bisschen zu, na, ich sage jetzt mal, zu beschränkt sind, ein Knöpfchen zu drücken, kann ich auch nichts für. Damit müssen wir leben online. Aber das Spiel könnte einfach Tatsache, aber an der Stelle einfach mal auch, ja, selber. Wenn die Lobby voll ist bei vier Mann, was weiß ich, nach 20 Sekunden, zack, geht's los. Wie in jedem anderen Spiel auch. Also weiß ich nicht, wo das Problem da ist, dass halt wirklich jeder den Knopf drücken muss. So, wir rennen jetzt durch. Komm, es ist auf einfach. Schade, dass man wirklich hier nur auf leicht gerade eine Lobby findet. Aber wie gesagt, zockt einfach mit drei Leuten und dann hofft darauf, dass es da nicht solche Abbrüche gibt. Und dann ist die Sache auch gut. Komm her, ja. So, du bist Machi. Zack, zack, hier, ran da. Oh. Ey, du da. Du bist auch weg. Na, du? Von hinten wollte das gleich noch. So, der ist auch weggeschnitzelt. Dann können wir gleich direkt weiter nach oben. Mh, lecker, lecker, lecker. Lecker geschnetzeltes. Ey. Rattenfreunde. Was los hier? War doch vorhin voll die Party. Jetzt bist du nur hier? Ein bisschen abendselig. Da haben wir aber auch nochmal was Leckeres rausgeholt. Nee, wenn sie am Boden sind, kannst du die nicht nochmal extra klein schnitzeln. Hat der da gerade zwei Klingen? Jetzt bist du sowas wie Wolverine. Wäre geil, wenn ich seine Waffen kriegen würde. Und irgendeiner ging mir die ganze Zeit von hinten auf den Sack. Ja, da ist ja gar nichts drin. Toll. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall schon mal die Schusswaffe raus. Weil wir wissen, jetzt kommt er hier gleich ein bisschen was. Na komm. Ah, oh, toll, ich bin runtergefallen. Ich werde irgendwie von der Seite noch gerade attackiert. So. Was zappelst denn du hier so rum? Eieiei, das sieht nicht gesund aus. Geh mal damit zum Arzt, du. Besser ist. Uiuiuiuiuiui. Schon eklig, ne, wenn man sich das so anguckt. Oder er dance. Könnte vielleicht auch ein neuer Dance-Move sein. Ich weiß es nicht. So. Dann wollen wir mal weiter kicken hier. Guten Tag. Oh, das ist der Kopf ab. Schade eigentlich. So, hier mal direkt weiter. So, wo langt eigentlich? Ich glaube mal hier oben weiter lang. Hoppa. Einmal rüberspringen. Boah, die können ja hier hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen wir auch mal hier rüber. Was haben wir hier? Sieht aus wie so ein Fenster und eine Tür, die nicht aufgeht. Okay. Hätte ja sein können, dass ich hier irgendwas Verstecktes noch finde. Aber dem ist leider nicht so. Gelangt zum Magnusturm, ne? Gelangen wir mal dahin. Der Magnus. Der Magnus. Ach nee, da. Ich dachte, da ist was, aber dabei hat er bloß ein kleines Pfützchen geglänzt. Immer draufschnitzeln, Leute. Ihr seid bloß auf einfach.
Da ist das jetzt nicht so anspruchsvoll, aber wir können zumindest hier schon mal als Erste sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Level es hier gibt. Also ich kann euch das gar nicht sagen, wie groß der Umfang überhaupt ist. Auch was dann das Crafting- und Weiterbildungstool ist. Wird schon, denke ich mal, reichen. Also für ein paar nette Spielstunden wird es schon okay sein. Aber wie gesagt, ich mache mir gerade echt Sorgen um diese Server. Weil das fand ich vorhin irgendwie nicht so pralle. Und ich würde gerne irgendwie eine Karte haben wollen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ne, ich will den Trank jetzt nicht nehmen. Okay. So. Ja, hier ist eine Sackgasse, Freunde, oder? Ne, da unten geht's lang. Mensch, ihr seid so gewieft. War eine Truhe mit. War schön drin, ne? Bisschen Kohle. So, dann lassen wir uns hier weiter gucken. Kommt. Kiddies. Guten Tag. Hast aber eine schöne Fackel in der Hand. Naja, eine tolle Fackel. Sie werde ich eigentlich die ganze Zeit von hinten attackiert. Was machen eigentlich meine Leute immer? Ich habe immer das Gefühl, die kommen immer viel zu spät an. Ernsthaft? Der ist tot? Ah ne, der ist wieder einer aufgespießt. Von der Ratte. So, alle weg. Die gehen immer hier auf den Dings hier, auf den Zwerg, ne? Schon mal aufgefallen? Ja, die kämpfen halt immer gegen jemanden in ihrer Größe. Hier ist nichts, ich wollte nur gucken. Müssen wir nicht gleich wieder hinterher getapselt kommen. Ich brauche auch meinen Freiraum. So. Einmal hier und einmal hier. Ein bisschen geschnetzelt. Hast du auf mich so einzuschlagen? Was ist das denn jetzt? Ach toll. So, der müsste jetzt aber Matsch sein. Und hoppa. Oh, ein ganz großer. Ich werde schon wieder von der Seite oder von hinten, ne? Ja, 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 ja. Ich glaube, mit dem Team hättest du auch gar nicht einen höheren Schwierigkeitsgrad machen können. Ich finde, die sind überall und nirgends. Oh, Alter, jetzt kommt da aber ein ganz schönes Getummel. Ich muss mal ganz kurz... Alter! So, haben wir es jetzt? Kommst du wieder mal klar mit deiner einen Ratte da, die du da hast? So. Ich nehme mal kurz den Trunk. Den Trunk. Oh, das sieht lustig bei euch aus. Oh, ich habe keine Muni mehr, wa? Ja, dann. Was ist eigentlich mit diesem Fass hier? Ach, das kann ich werfen. Oh, ich glaube, das macht Boom. Oh, das war wohl eine Mini-Explosion. Gib mal her, ja. Ich wollte das werfen. Ach so, wiederbeleben. Ah, machen wir das mal. Hier, stell dich wieder hin. Aber dadurch, dass das Fass immer wieder da gespawnt ist, kommen jetzt gleich richtig viele noch. Dann werden wir uns das mal direkt wiederholen. Naja, da hinten kommen noch welche. Vielleicht nehmen wir das einfach mal mit, das Fass. Und schmeißen das da mal hin. Ach so, zwei müssen da auch hin. So, eins. Könnt ihr bitte das zweite holen? Ah, das machen sie, ne? Ah, da, so clever sind sie. Na, sehr schön. Ah, da kommen noch ein paar. Ach ja, ich habe keine Munition mehr. Lass den in Ruhe, Freunde. So, dann springen wir mal das Tor hier frei. Ey, Hilfe! Der hat mich aufgespießt. Hilfe! Hallo. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe euch auch geholfen. Der verschleppt mir in sein Loch. Hilfe! Warum interessiert das eigentlich keinen, mit dem ich hier spiele? Ich glaube, mein Team ist wirklich so komplett richtig unfähig. Ah, jetzt holst du mich, ja, wenn ich immer aufgespießt bin. Jetzt kannst du mich auch hier hängen lassen. Nö, ich bin jetzt beleidigt. Ich bleib jetzt hier hängen. Was hast du davon? Gordon German, hi. Ich grüße dich. So. Sehr schön, sind wir hier einmal durch. Kannst du den wiederbeleben? Machst du, wa? Guten Tag.
So, jetzt sind wir schon wieder bei 35 Minuten. Aber komm, jetzt gucken wir erstmal noch, wie weit das hier noch geht. Das ist ja die erste Mission, ich weiß ja nicht, wie lange die geht. So. Achso, ich kann nur eins aufsammeln, oder was? Dann nehmen wir erstmal das hier. Dann hau ich mir halt noch das hier rein. Ey, stör mich nicht beim Saufen. Blöde Mistratte. Munition wäre halt auch mal geil. Alles okay bei euch? Wieder einer aufgespießt. Wo treiben die sich auch immer rum? Ja, macht doch, wa? So. Es reicht, wenn einer dahin geht, Leute. Nicht übertreiben. Ach, guck mal hier. So, so ein bisschen. Mal was Schönes hier. Ach, guck mal. Ist doch ganz nett. Boah, erinnert mich so vom Stil so alles an Van Helsing irgendwie so ein bisschen. Oder Gothica. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Munition? Natürlich nicht. Aber ich habe irgendwas mit Feuer bekommen. Das ist was Großes. Ah, das war aber gut von mir. Der brennt nämlich. Na, 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 na. Du kleiner Sack, du brennst. Oh, oh, jetzt will er mich. Aua! Lass mal noch schnell so einen Kraftdrink nehmen. Und dann schleichen wir uns jetzt an. Und hauen ihn jetzt mal ein bisschen auf die Mütze. Jetzt müsste ich ja eigentlich doppelte Kraft haben, oder keine Ahnung wie viel. Ich habe mehr Kraft, sagen wir es mal so. Schutzwaffen wären halt jetzt ganz geil. Wenn hier irgendwo noch vielleicht Munition rumfleucht. Aua! Hör doch mal auf, mich jedes Mal von hinten zu schubsen. Blöder Flegel. Kann ich wahr sein. So, ist hier nirgendwo ein bisschen Munition? Finde ich ein bisschen dürftig. Ich meine, wenn jetzt hier schon so ein, ich sag jetzt mal, ein Endgegner kommt. Ja, schon ein bisschen Munition, geil. Ach, guck mal, jetzt haben wir ihn totgeschnetzelt. Na gut. So, wie sieht's denn aus? Ja, das sieht doch ganz lecker aus. Kleine mutierte Ratte, du. Hat auch noch ein bisschen Zuckung. Ganz klein wenig. Sehr schön. Hammer. Und gelange ja immer noch zum Turm. Na, das kriegt man hin. Sag mal, hast du schon Back to the Future gezockt? Wenn nein, zockst du es. Denn es kommt ja im Free Games with Gold Dezember. Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Und ja, pff, weiß nicht. Wenn euch das da draußen interessiert, kann ich das schon zocken. Why not? Also ausprobieren werde ich sicherlich mal. Habe ich das gemacht? Ach, ich kann... Ach so, das ist die Knarre, mit der ich noch schießen könnte. Ach, guck. Ja, jetzt ist, glaube ich, zu spät, dass ich das herausgefunden habe. Ich glaube, jetzt kommt nämlich hier nichts mehr. Ich nehme mal noch die Flasche mit. Nehmen wir auch noch mit. Hier machen wir noch die Tür auf. Oh, da ist was unterm Bett. Sehr schön. Alles meine. Ich weiß gar nicht, sammeln wir hier als Gruppe auf oder sammeln wir... Jeder getrennt auf. Ich glaube, da ist noch was Rattiges. Guten Tag. Fühlst du dich hier wohl mit deinen kleinen Rattenfreunden? Ach, die kann ich auch wegschnetzeln? Ach, schön. So. Bevor die sich hier nachher noch vermehren. Nee, 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 nee. So nicht. So, los, jetzt kommt mit, Leute. Einmal hier rein. Oh, eine Kiste. Nichts drinne. Wie spannend. Was ist mit der Kiste? Nichts drin. Also ich finde, wenn Kisten schon dastehen, so, dastehen, wäre schon toll, wenn da auch mal was drin wäre. Oh, erstmal was mitgenommen hier. Hm, lecker Schmecker. Oh, da war was drin, sehr schön. Was ist denn jetzt? Oh Leute, wie kann das denn jetzt passieren? Lasst man euch einmal alleine. Ist okay? Konntet ihr denn hier sterben? Jetzt ist gar kein Feind. So, dann gucken wir jetzt mal hier hoch. Guten Tag. Oh, guck mal hier, süßer Empfang. Und sieht ganz gut aus. Oh, hier auch nochmal die wegschnitzeln. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. War doch ein recht langes Level, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte jetzt so für das erste, das ist irgendwie so erstmal zum Reingewöhnen.
Also ist es sicherlich auch. Ich meine, man merkt ja, dass es hier auch leicht ist. Oh, da war eine Tür auf oder Tür kaputt? Ich sammle hier erstmal so ein bisschen Shit auf. Warte mal, Heiltrank. Den nehmen wir mal kurz rein. Dann können wir das nämlich noch mitnehmen. Irgendwas schreit hier schon wieder. Bei euch schon wieder los. Party? Warum hat er seinen Feuertrank jetzt dafür verwendet? So unnötig. Ah, da kommt ja noch was. Alter, irgendwas hat... Ach so, ich wurde schon wieder von hinten... aufgespießt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, werden wir dich mal wiederbeleben hier. Komm rein hier. Alles wieder gut bei dir? Sehr schön. So. Guten Tag. Ich möchte gern deinen Kopf haben. Dein auch, dankeschön. Dein auch weg, sehr schön. Du brauchst auch keinen Kopf, meiner Meinung nach. So. Ja, kopflos durch die Nacht geht's heute. Komm, du auch weg. Immer ein bisschen schön Schnitt. Einfach mal mitnehmen. Das habe ich jetzt eigentlich bloß eingetauscht, ne? Da sind wir doch gleich da oben. Kommt ihr bitte? Trödelt bitte nicht da hinten. Mein Gott, der Schwierigkeitsgrad ist auch einfach. Schnetzelt euch durch. Fertig. Achso, das bist du. Du sahst mit deinen Federn so komisch aus. Na, wo ist der denn hin? Hat sich einer weggebeamt. Ohne Kiste. Scheiß auf Feinde. Erst looten, dann Feinde. Was ist mit dir los? Du krauchst auch mehr, als statt du hier läufst, ne? Na, komm mal mit. Tür auf. Fall nicht runter. Guten Tag. So, das eine sieht ja aus wie ein Fahrstuhl, so ein bisschen. So, kommt ihr? Ach komm, wir machen ohne die zwei. Keine Ahnung, wo der Rest ist. Wenn die so trödeln, das schaffen wir auch alleine. Wir genießen die Aussicht. Oh, schön. Vielleicht sehen wir jetzt die anderen zwei sogar irgendwo. Oh, wir sind schon oben. Mensch, da will man einmal die Aussicht genießen. Was ist denn da drüben ein Turm los? Seht ihr das da? Ist da irgendeine illegale Party oder sowas am Start? Oh, 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 oh. Gleich mal die Bullen rufen. Guten Tag. Ach, hier ist wieder einer mit solchen Klingen. Alter, warum stirbt denn der eine da andauernd? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Mein Gott. So, jetzt machen wir mal das hier. Ja, bitteschön. Damit ich erstmal den einen... Kann ich mich selber entzünden? Hm, nö, alles gut. Wo ist er denn? Ich kann den nicht wiederbeleben. Der ist endgültig tot. Ach schön, dann bin ich jetzt alleine. Sehr schön. Endlich mal Zeit für mich. Hau ab. Arschkranke. Was ist mit dir los? Was? Das war eindeutig der Kopf. Eindeutig. Guten Tag. Ja, ich wollte nur Hallo sagen. Bleibt mal ganz ruhig. Ja, wenn sie jetzt natürlich von allen Seiten kommen, muss ich nur aufpassen, dass mich halt keiner aufspießt, weil dann habe ich echt die Arschkarte. Und dafür ist dann doch ein Team eigentlich hilfreich. Aber wir saufen hier erstmal ein. Kriegen wir auch alleine hin. Komm, hier, den hauen wir auch noch weg. So, und dann nehmen wir das noch mit. Au! Ah, verdammt! Genau das meine ich. Kommt einer von hinten und meint, er müsste einen wegschnetzeln. Na super. Egal, liebe Leute, ihr habt zumindest jetzt schon mal einen kleinen Eindruck in das Gameplay bekommen. Ihr seht selber, wir haben am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit den Server und mit den Hosts und dem ganzen Kram. Mein Tipp, ihr seht es auch mit den zufälligen Leuten, wenn dann irgendeiner doch bei schweren Missionen auf einmal rausgeht, dann ist es halt kacke, weil dann kommt so eine Ratte von hinten, die hört ihr nicht und schwuppeldiwupp seid ihr in so einem Griff, da könnt ihr euch auch nicht alleine raustingeln, ja. Von daher, spielt es, wenn ihr spielen wollt, gerne mit Freunden, das Ganze kostenlos bei Games with Gold drinne. Ich sage erstmal Dankeschön an die Live-Zuschauer, die hier mit drinne waren und an die YouTuber natürlich wie immer Dankeschön für Like, Abos und Käsekuchen, für eure Unterstützung auf YouTube. Ganz großes Kino. Ich sage bis bald, euer Sonnenschi. Haut rein!